Ja, Hallöchen, Leute. Willkommen zum Saisonende. Von der Saisontag 50 von 50 sind nicht viel übrig. Man muss auch sagen, ja, hat man denn da was wirklich zu feiern? Nein, nicht wirklich. Aber ich kann was vermitteln. Schaut mal. AWLSFC, Pfullendorf und dann unser Absteiger Rhenem. Ja, wir sind damit in der Liga 6E. Das ist damit die tiefste Liga. Das heißt, wir können nicht absteigen. Es geht halt nicht. Ja, wir schauen einmal auf die Statistiken. Wenn doch mal gerne auch jetzt der Manager lädt. Schöne Statistiken, Leute. Ja. Okay, tut er nicht, aber trotzdem nicht so schlimm. Denn wir haben jetzt was Neueres, und zwar Finanzen. Und zwar wurde die AAW für die Fans stattgefunden. Das heißt, die Leistung in der Liga natürlich verändert somit das Zuschauerinteresse. Und ja, man weiß, was das heißt. Ne? Platz 10 in der Liga heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, oder allgemein, ah, hier auf jeden Fall komme ich nicht hinzu, wegen Stadion, einmal die Fans, ja, ihr seht, Stimmung ist trotzdem schlecht. Also ausgerechnet bei den Siegen gegen Aschaffenburg und Hollenbach waren es mittlere und hier ist auch noch was. Also gegen Siegen ging es ja noch. Da war der erste Sieg, das Unentschieden gegen HBSAC war somit das ja, eins der Höhepunktspiele, muss man sagen. 58% der Sitzplätze sind weggegangen. Bei Aschaffenburg nun 30%, 44%. Ja, und da noch ein bisschen weniger die Quote. Naja, also ich finde es schön, dass wir nicht absteigen und somit zumindest unsere Liga jetzt haben. Blöder ist nur, ja, was? Ja, okay, Stadion so. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich das gezeigt habe, aber der Seemoos ist nicht mehr da. Ja, und hier schon mal Spender. Das ist schon mal als nächstes auf die Liste gestellt. Ja. Nicht nur der Seemus ist nicht mehr da, nein. Natürlich auch jemand anderes ist nicht mehr da, der sich verabschiedet hat aus unseren Reihen. Wäre schön, wenn das hier auch angezeigt wird. Nein, natürlich nicht. Egal. Ihr wisst, unsere beiden Jungs sind nicht mehr da. Das finde ich zumindest schön, dass wir da ungefähr 100.000 mal plus gemacht haben. Und jetzt heißt es eine kleine Sommerpause bis zum Havel Chef See.
Wird auch direkt ein schweres Spiel. Gegen Pfullendorf auf Augenhöhe und ja, gegen den Absteiger aus der Liga 6. Ja, also 10. gegen 10. aus ihrer Reihe, wo aus der Liga 6D kommen, wurden die also 10. Wir sind 10., weil ja, wir sind eines der schlechtesten Vereine, also ich glaube nicht, dass wir da wirklich gegen den Absteiger auf Augenhöhe stehen, aber ja gut. Ist doch was für die nächste Saison, als hätten wir den Klassenerhalt geschafft. Nur ja. Oh ja. Gelb-Rot-Sperre. Dann wird da Angelo stehen. Und oh, Moment mal. So. Luna, Grube. Hier, Kane. Kane dort. Luna. Naja. Kane. Auch ein bisschen lustig. Ja. Sieht ja nicht schlecht aus, muss man sagen. Das heißt hier nicht schlecht. 459. So stark waren wir noch nie in der Saison. Ja. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, eine schöne Saison hatten wir hinter uns. Jetzt müssen wir auch ein bisschen was zeigen. Also einen schönen Saisonabschluss. Schön. Jawohl. Robert. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch alles machen soll. Was ich machen würde gerne, wäre nochmal auf die Suche gehen für linkes Mittelfeld. Oder warte, auf welchen Positionen sind wir denn eigentlich buchstäblich unterbesetzt? Ja, eigentlich links Mittelfeld. Sieht nicht so schön aus. Ja, in der Verteidigung bin ich mal besser besetzt als wie sonst. Da hätten wir auch eigentlich unsere beiden Stammspieler. Ja. Alonso, ich hoffe, er schafft es. Ich auch noch zu verbessern, wenn nicht, dann sollten wir wirklich auf Transfer mal noch ein bisschen schauen. Ja. Also, Stärke will ich da. Ich will da nicht zu hoch pokern.
So, mal schauen. Millionen, ja sicher. 1,4 Millionen, ja, nee, ist klar. 1,6 Millionen. Naja, da müssen wir uns noch mal ein bisschen umschauen. Was wir da wirklich jetzt machen, dann würde ich doch bei Alonso bleiben. Angelo, Linard, Kane, Blohner. Die gehen ja alle. Also, das ist alles noch okay. Ja, Leute, dann. Da haben wir auch mal die letzte Taktik. Nur ich würde jetzt gerne noch was überspielen. Aha. So, Härte. Klar, rücksichtsvoll. Immer schön rücksichtsvoll. So will ich das sehen. Tja. Oh nee, er ist gerade wieder fit. Lass mal Karin dann auswechseln. Palacios. 70. kann dann natürlich wiederum. Lona und dann kommt Freund in die Partie. So würde ich das für den 10.4. lassen. Und 10.4. auch noch ein besonderes Datum für mich. Aber das ist wiederum eine andere Story. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Genießt die kleine Sommerpause. Ich weiß gar nicht, ob ich ein paar Videos machen werde, während wir auf den 10.4. zugehen. Lasst euch da mal überraschen, nicht auf, dass wir da überhaupt etwas reißen werden jetzt. Ja. Ansonsten, schönen Tag noch, schönen Abend noch. Entspannt euch. Ciao, ciao.